Kreuzen sperrt auf, oder wie in unserem heutigen Fall bei Kreuzen übergibt, bei Kreuzen übernimmt. Recht herzlich willkommen hier im Gasthaus Schiefer. Während in anderen Orten darüber diskutiert wird, wie die Wirte sterben, wie die Kreisler sterben, sind wir hier in Bergkreuzen tatsächlich in der glücklichen Situation, dass tatsächlich immer wieder aufgesperrt wird und übergeben wird, erfolgreich übergeben wird. Herzlich willkommen heute hier, liebe Freunde, liebe Gäste des Hauses. Ich darf am Anfang gleich einmal begrüßen unsere Prominenz, die heute hier bei uns unter uns weilt. Allen voran unser Bürgermeister Manfred Nenning. Hallo, herzlich willkommen. Der Freiburg-Einkommen-Tisch, der Wirtschaftsbund ist heute hier vertreten. Allen voran unser Obmann Bruno Brandstätter. Herzlich willkommen. So, die Tische da hinten sind besetzt mit der Jägerschaft da rund um den Romqual. Grüß euch, hallo. Servus, grüß euch. Am nächsten Tisch die Familie Strohbeier von der Inge-Familie. Herzlich willkommen, seid willkommen heute hier. Dann von den Fußballern sind einige da, wo sind's? Rührt euch groß. Seid herzlich willkommen heute hier im Gasthof Schiefer. Und natürlich die wichtigsten heute, unsere Gastgeber, die Wirtsfamilien Schiefer Senior und Junior, wenn ich so sagen darf. Herzlich willkommen, hallo. Ich muss euch ein bisschen den Mund gleich einmal wässrig machen. Ich erzähle euch jetzt mal kurz, was da heute alles gibt. Da muss ich schummeln, ja, das weiß ich nicht auswendig. Champagner-Surbraten wird heute noch serviert mit Schwarzbiersaftel. Ja, merkt ihr schon, gell? Rindsgeschnetzeltes Stroganoff, Ricotto-Spinat-Tortellini mit Sellerietrüffelschaum. Korrigiert es mich bitte, wird es leise, war nicht ganz daneben liege. Ich hoffe, das stimmt ungefähr so. Umfangreiches Salatbuffet, versucht es aber gut. Da haben wir auch genug, habe ich gehört von dem Wirt. Gell? Also, hungrig werden wir heute nicht nach Hause gehen. Aber dieses Buffet, das müssen wir uns zuerst verdienen. Die erste urkundliche Erwähnung von diesem Haus hat es nämlich gegeben im 17. Jahrhundert. Da hat es die erste Eintragung in ein Grundbuch gegeben. Nämlich mit einer Schuhmacher- und Gastgebergerechtigkeit. So hat es damals geheißen. Also ein Schuster und ein Gastwirt war damals ansässig, wäre jetzt im 17. Jahrhundert. Und jetzt halte ich fest, liebe Leute, liebe Freunde. Am 22. Februar, anno 1752, vor 258 Jahren hat die Familie Schiefer damals dieses Haus, diese Gastwirtschaft übernommen. Bitte sagt mir, wer kann auf eine 258-jährige Firmengeschichte zurückblicken? Ich glaube, das ist einmal ein Applaus wert, liebe Familie Schiefer. Wer regierte Österreich zu dieser Zeit, also um 1752? Wer hat da Österreich regiert? Ich helfe ein bisschen mit, es war nicht nur Österreich, was da regiert worden ist. Stellt euch das bitte einmal vor. Das war wirklich zu Zeiten von Maria Theresia. Erzherzogin von Österreich, von Ungarn, von Kroatien und Böhmen. War ein großes Reich damals. Und zu dieser Zeit ist das Gasthaus Schiefer gegründet worden. Das muss man sich mal vorstellen. Nur so nebenbei gesagt, die Schulpflicht, die allgemeine, die ist erst 22 Jahre später eingeführt worden. So lange ist das jetzt schon aus. In sechster Generation haben sie es übernommen, die Wirtsleute Josef und Gisela Schiefer. Aber da möchte ich jetzt gar nicht mehr selber so viel dazu sagen, da möchte jetzt unsere Senior-Chefs einmal zu mir rausbringen. Im Jahre 1972 habt ihr das Geschäft übernommen. Als kleiner Bruder warst du da schon voll mit dabei, live dabei, hast von der Pike auf gesehen und gelernt, wie das Wirtsgeschäft funktioniert und wie das läuft. Wie war das damals, lieber Josef? War es damals leichter oder ist es heute leichter, das Geschäft?
Wie hat das überhaupt alles angefangen damals? Erzähl uns einmal ein bisschen was. Ja, wenn ich ganz ehrlich bin, muss ich sagen, es war etwas einfacher als heute. Wir haben am 8. November 1971 geheiratet und am 1. Jänner 1972 den Betrieb übernommen. Wir haben dann anschließend das Stammhaus, also das Elternhaus, vollkommen neu renoviert. 1974 und 1975 ist das so errichtet worden. 1977 und 1978 haben wir 23 Fremdenzimmer gebaut. Und wir haben in der Zeit, das waren immerhin 38 Jahre, den Betrieb meines Erachtens erfolgreich geführt. Und ich habe am 1. Jänner 2010 das Gasthaus mit allem, was dazugehört, also Landwirtschaft, Waldwirtschaft und so weiter, dem Josef von Deng übergeben. Und ich bin sehr stolz, dass ich so erfolgreiche und wirklich fleißige Nachfolger habe. Und wenn sie uns brauchen. Wenn sie uns brauchen, werden wir natürlich immer da sein. Und das war in kurzen Zügen unser Werdegang. Dankeschön. Ja, liebe Gisela, du warst viele, viele Jahre lang die Chefin der Küche. Hast die Leute bestens versorgt von der Küche aus, meist im Hintergrund. Das Lob haben meistens die anderen eingesteckt. Ich hoffe, es ist auch einmal zu dir durchgekommen. War das immer leicht in der Küche oder hast du manchmal gedacht, na, hätte ich da was anderes gemacht oder habe ich nur drauf? Was solche Situationen auch einmal gegeben bei dir? Eigentlich nicht so. Ich war von Anfang an gern in Bad Kreuznach, weil wir dich so herzlich aufgenommen haben. Ich habe Kuchen kennengelernt bei meinen Eltern von 64 bis 68. Habt ihr auch schon eine Gastwirtschaft? Ja. Gehabt daheim, ja? Und das in der Fleischerei. Mhm. Und haben dann 71 geheiratet. Und bei der Hochzeit von meiner Schwägerin, die in Vorarlberg verheiratet ist, habe ich dann im Peppi kennengelernt, weil die ist mit mir in die Berufsschule gegangen. Ich glaube, die Schuldige ist ja da heute, gell? Ja, genau. Vergiss das mal kurz. Beide Schwägerinnen sind da, die ein bisschen mitgeholfen haben. Steht's auch kurz, mal, dass wir euch sehen. Die Schuldigen. Aber ich glaube, sie hat es nicht geleugnet. Nein, im Gegenteil. Ich war wirklich immer gern Wirtin und auch gerne in Bad Kreuznach. Wir haben eben dann 71 geheiratet und 72 ist dann unsere ältere Tochter geboren, die Gudrun. Und dann 74 die Petra und 84 der Josef. Und wir freuen uns wirklich sehr, dass die unser Geschäft jetzt übernommen haben und dass ich ab und zu noch ein bisschen mithelfen darf. Ich freue mich, wenn es einen Dienstplan gibt. Und bin wirklich noch gerne da. Sag mal, war das immer leicht, so eine große Gastwirtschaft, viel Arbeit und drei Kinder großziehen? Naja, es ist gegangen. Da muss man schon gut sein managen, ja, gell? Ja, ab und zu schauen, weil es hat. Und außerdem mit Mithilfe meiner Schwägerin, die mir die größeren zwei Töchter eigentlich weggenommen hat, abgenommen hat untertags und auf die Nacht dann wieder heimgebracht hat. Ich hatte das gut. Da muss die Familie zusammenhalten. Das ist wahrscheinlich auch das Geheimnis von einem, genau, Familienbetrieb. Da soll ich zusammenhelfen und nicht helfen. So ist es. Und der Josef, der hat halt nicht mehr mitrennen müssen. Der hat das von Anfang an gelernt, wie das geht. Der war dann ab und zu bei der Familie Buchberger ein paar Jahre unten. Bis zur Kindergartenzeit und bei der Familie hat er sehr viel. Und ich freue mich, dass es so gut gegangen ist. Das hört man gerne. Dankeschön und euch beide. Und ich darf jetzt unseren Obmann vom Wirtschaftsbund kurz herausbitten. Mit einem kleinen Blumengruß, nein, lieber Bruno. Ja, danke schön. Ich darf mich gleich einmal bedanken für die Einladung heute. Und es freut mich natürlich besonders, dass er so ein erfolgreicher, hochpreisender Betrieb in so gute Hände weitergehen will und auch weiterläuft. Ich darf mich bei euch bedanken für die letzten Jahre, besonders dir, Josef, wo du im Wirtschaftsbund aktiv und tätig bist, wo du uns ja ein wenig als Finanzchef unterstützt. Ich hoffe, dass es noch eine Zeit lang so weitergeht, bis wir einen würdigen Ersatz finden. Aber ich glaube, die Kasse ist ja bei dir in recht gute Hände. Also ich glaube, das passt schon. Und ich darf euch im Namen vom Wirtschaftsbund ein kleines Baumarkt überreichen. Ihr habt euch jetzt einen Alterssitz geschaffen. Und ich glaube, dort wird sicher auf einer
sonnigen Südseiten ein wenig Platz sein, dass das Baum ein wenig größer wird und dass vielleicht nächstes Jahr schon im Schon sitzen kannst. Ja, danke nochmal für das. Kommt raus jetzt mal, junge Leute sozusagen. Ja, kommt raus zu mir. Neben mir steht jetzt die 7. Generation vom Gasthaus Schiefer. Das Haus bleibt im Familienbesitz. Das ist sehr erfreulich, wie wir gerade gehört haben, so funktioniert. Liebe Inge, ich fange bei dir gleich mal an. Jetzt muss ich das Mikrofon noch geben, dass wir dich hören auch. Ja, liebe Inge, du weißt, bei so jungen Damen darf man über das Alter auch noch reden, ohne dass man unhöflich ist, oder? Darf man auch. Bei so jungen, hübschen Damen darf man das noch. Du warst nicht einmal 20, hast du schon selbstständig gemacht mit der alten Schmiede, mit dem Café Alte Schmiede, unweit von hier. Eine reife Leistung, liebe Inge. Wie hat man mit einem so einem zarten Alter schon den Mut zu so einem großen Schritt? Wie machst du das? Ich war als Praktikantin im Gasthaus Schiefer. Und dann bin ich öfters zur Evelyn aufgegangen und ich habe gesagt einmal, hey Inge, du kannst dich so gut, du kannst dich so gut, hey, magst du nicht mehr das Café übernehmen? Und ich habe gesagt, nein, ich bin erst 18 Jahre, ich kann kein Café übernehmen. Und sie hat gesagt, nein, ich brauche noch Einschenken, Einschenken kannst du auch. Und dann hat sie auch noch gesagt, mit den Leuten kannst du auch noch ein wenig reden, das geht schon alles. Habe ich gesagt, ja, beim zweiten Mal hat sie wieder gefragt, hey, magst du das nehmen, Habe ich gesagt, okay, ja, weißt, wenn du sagst, dass ich es sollte, dann nehme ich es einfach. Wie ich das gesagt habe, habe ich noch nicht gewusst, was da alles dranhängt an so einem Geschäft, dass man selbstständig ist. Und waren die besten Voraussetzungen jetzt für das Geschäft, was du jetzt sagen, mit Josef übernimmst? Da habe ich ein bisschen eine Vorbereitungszeit gehabt für Buchhaltung und alles drumherum, dass ich ein wenig Lenny sehe. Und das Größere und das Gräbere muss mir der Schwiegerpapa noch beibringen. Ja, liebe Freunde, während andere in diesem Alter noch in den Diskotheken zu Gast waren, hat sie bereits erfolgreich ein Lokal geführt. Da kommen Sie von Kolmensberg, gell? Sie das richtig? Haben Sie mir das richtig geflüstert? Ja. Wie war so die Ausbildung? Wie bist du eigentlich in diese ganze reingewachsen? Ich habe meiner Oma einen Auftrag gegeben, weil ich brauche ein Praktikum stehen. Und die ist gern vorgefahren mit meinen Bekannten und so, so. Und dann hat sie gesagt, ja passt, wir fahren heute eh fort und ich schaue da. Und dann sind sie nach Bad Kreuzen gekommen und dann sind sie zum Skifahren gegangen. Und für Doma war es halt sehr wichtig, dass es ein gutes Schnitzel gibt und dass es große Torten gibt und so. Die Omas. Und dann hat sie auch noch gelesen, dass Lehrlinge gesucht werden. Und dann hat sie gesagt, hänge, ich habe ein Gasthaus gefunden, da gibt es so große Schnitzel und so gute Torten. Da musst du anfangen. So schnell geht das. Ja, das war ziemlich schnell, hat eigentlich alles gepasst. Und dann habe ich dann angefangen für 3 Monate da zum Arbeiten. Und es war eigentlich sehr lustig mit den Backreizen und war. Das kennen wir! Sehr gut, danke schön, liebe Inge. Gib's da mal deinen Josef das Mikrofon. Das ist ein Applaus. Ja, lieber Josef, bei dir habe ich eigentlich nur eine konkrete Frage für den Anfang. Der Vater ist ein begeisterter Jäger. Hast du auch schon mal einen Scheinbock geschossen? Ja, voriges Jahr. Ja? Ist ja noch nicht so lange raus. Nein. Aber bist du auch begeisterter Jäger? Ja. Also der Vater, der Sohn, der Apfel fällt nicht weit vom Stammhauszimmer? Heuer das 4. Jahr. Ja, du hast 4 Jahre jetzt schon den Jagdschein und bist genauso begeistert wie der Papa in der Jagd. Sicher genauso zur Zeit, ja. Der Papa hat vielleicht jetzt ein bisschen mehr Zeit, gell, aber grundsätzlich taugt dir das genauso. Ja, nein, das ist super ausgeheilt, wenn es passt. Erzähl uns nur mal, wie hat das bei dir angefangen? Wie bist du in die Gastronomie rein? Ich meine, du bist ja reingeboren, etwa. Aber wie ist es dann weitergegangen? Wie bist du dann reingewachsen in das Ganze? Ich habe die Hotelforschung in Bad Ischl gemacht, wo ich eigentlich am Anfang gar nicht begeistert war. Das war es gut, wenn wir noch, das Platzl kennen wir noch, wo ich ausgestiegen bin und wieder heim wollte. Also, sowas gibt es auch. Und dann habe ich ein Praktikum gemacht in Spitz an der Donau, ein Standcafé-Restaurant Grünberger. Ich war insgesamt 5 Jahre in Zell am See, davon 2 Jahre im Steinerwirt und 3 Jahre in Sporthotel Alpin, 5 Sterne hatte.
Und dann war ich 2 Monate im Wirtshaus Schöneck in Innsbruck. Da hat jetzt mittlerweile 2 Hauben, was ich eingelesen habe. Und dann war ich im Exel 2 Jahre Sous-Chef und in Schloss Zeiland insgesamt 1 Jahr und die letzten 4 Monate Küchenchef. Da muss ich jetzt kurz einhaken, Sous-Chef, was ist das für uns, die wir uns nicht so gut auskennen? Küchenchef-Stellvertreter. Der Küchenchef-Stellvertreter. Aber nur in den besten Häusern, wenn man so hört. Ne? Also haben Lokale und durchwegs 5-Sterne-Betriebe waren ja das, was du da deine Erfahrungen gesammelt hast. Das kann man sich so sagen, ja? Also alles ein bisschen, von à la carte bis Hotel bis Buffet, alles ein wenig. Ist das eine gute Ausgangssituation für euch? Ja, natürlich, muss ich mal Danke sagen an Mama und Papa, so einen gesunden Betrieb, was wir übernehmen, das gibt es, glaube ich, selten noch. Was habt ihr alles vor in der nächsten Zeit oder was ist für die weitere Zukunft gedacht, was ist längerfristig geplant? Erzählt mal ein bisschen, was da alles auf uns zukommen wird, worauf wir uns da freuen dürfen. Naja, kulinarisch, heuer habe ich mal spezielle Tage und Wochen gemacht. Das hat angefangen mit dem Mühviertler Schmankerltag, dann die Lamm- und Kids-Tage. Silvester habt ihr auch was gemacht, erstmalig, war das erfolgreich? Wird es das wiedergeben? Ja, voriges Jahr haben wir einmal ein 4-gängiges Skala-Menü probiert und das ist ganz gut angekommen und heuer mache ich ein 5-gängiges Menü und hoffe, dass das gut ankommt. Also liebe Leute, Termin vormerken. Termin ist leicht zu merken. 31.12.2010, Treffpunkt, diese Location. Das ist ja ein Beherbergungsbetrieb, den Sie da auch führt. Wird sich da auch irgendwas verändern? Habt ihr da auch in die Richtung Ausbau etwas vor? Was passiert da? Es wird sich sicher was verändern, aber da sind wir noch am Arbeiten, am Konzept und ja, mehr verraten wir eigentlich noch nicht. Das bleibt noch kein Geheimnis, wie der Wahlschein. So, ich darf jetzt nochmal unseren Bruder herausbitten zu mir. Der Wirtschaftsbund möchte nämlich auch euch recht herzlich willkommen heißen. Lieber Bruno. Ja, ich darf mich bei euch zwar auch für die Einladung bedanken und wünsche euch natürlich für die Zukunft alles Gute. Ich glaube, dass ein erfolgreicher Weg vorgezeichnet ist und als ganz geschenkt haben wir uns überlegt, dass wir vielleicht also ein paar Mal mit frischen Früchten wohin stehen. Ihr werdet jetzt keine Zeit haben zum Urlaub machen, vielleicht liegt ihr da drunter und genießt es da, weil die Sonne strahlen. Vielleicht genügt es auf jeden Fall. Danke und alles Gute für die Zukunft. Danke. Wir haben ja gehört, dass du schon in sehr erfolgreiche Häuser zu Gast warst, beziehungsweise dort auch gearbeitet hast. Und jetzt haben wir uns überlegt, nachdem du kulinarische Highlights natürlich ein ganzes Jahr in Gott kreuzen hast, dass wir da vom Wirtschaftsbund eine kleine Auszeichnung geben. Und zwar haben wir vor, dass wir die ersten Hauben kochen bei Kreuzen. Die erste Haube für Josef Schiefer Junior. Ich denke, dass wahrscheinlich das nur der Anfang ist und dass sicher irgendwann einmal eine echte Haube vor der Tür draus hängt. Und für das wünsche ich euch alles Gute. So, jetzt darf ich unseren Josef Senior und die Gisela nochmal rausbitten zu mir. Wir werden jetzt Zeuge der offiziellen Schlüsselübergabe werden. Sepp, du überreichst offiziell jetzt den Schlüssel an deine jungen Nachfolger. Ich will ihn natürlich auch gern unseren Jungen übergeben. Einen Weinkühler gibt es ja noch. Ist nicht sehr drinnen aus dem Weinkühler. Liebe Freunde, ich werde jetzt da jetzt gerade Zeuge einer erfolgreichen Betriebsübergabe. Wir wünschen euch wirklich alles erdenklich Gute. Nochmal herzlichen Dank, dass wir so einen gesamten Betrieb übernehmen dürfen. Und ich sage mal Danke für alles, weil ich war ja, glaube ich, als Kleiner auch nicht erleichtert mit dem, was so, so. Für die große Geduld und danke für mich. Ja, danke. Ich darf als nächsten Programmpunkt unseren Herrn Bürgermeister zu mir bitten. Liebe geschätzte Familie Schiefer, lieber Josef, liebe Gisela, lieber Josef, liebe Inge, ich glaube, wir haben jetzt wieder recht deutlich gemerkt und das zeichnet ja das Haus wie Schiefer aus, dass man sich da einfach wohlfühlen kann. Und man merkt einfach, wenn ein Familienbetrieb
so einen guten Generationswechsel hinkriegt, dann ist es deswegen, weil die Familie sehr gut funktioniert. Und ich möchte also wirklich dafür Danke sagen, dass ihr das Haus hier übernehmt, dass ihr also bereit seid, hier in der Zukunft wieder für euch, aber auch für uns in Burg Kreuzen zu arbeiten. Wir von Burg Kreuzen sind froh, dass wir euch haben. Wir in Burg Kreuzen sind froh, dass das Haus der Schiffe wieder so gut übernommen wurde. Und ich möchte euch für die Zukunft alles Gute und viel Erfolg wünschen. Ich sage Dankeschön noch einmal, Dankeschön den Gastgebern, Dankeschön den Sponsoren und Dankeschön an euch, wie ihr da heute gekommen seid. Danke. Das Buffet wäre eröffnet bei den Gästen. Heute.